den Trauerweiden, die sind so. Ja, ja, die Trauerweide, aber ich möchte jetzt erstmal kurz am Wasser gehen. Guck mal, wie schön das aussieht. Das Wasser oder die Trauerweide? Cool. Boah, diese frische Luft hier. Aber wenn das so weiter plätschert, muss ich da pipi. Das ist nicht gut. Achso, nee, das ist dann wirklich nicht gut. Ja. Ja, dann gehen wir mal, ne? Links runter, oder? Ja, ja. Ganz toll. Kommen wir mal da hinten zur Mauer. Ja, gucken wir mal, da hinten ist nicht einer. Ja. Oh, der ist aber ganz woanders. Naja, hinter dem Wagen ist der, oder? Den sieht man nicht, der ist wirklich hinter dem Gebäude, da hinter dem. Wer ist das Gebäude? Wow. Der, der ist doch hinter dem Haus. Ja, ja. Dann gehen wir mal nach Hulz. Aber kein Adler zu sehen. So, ja, Moment, den müssen wir ja auch noch suchen. Genau. Vielleicht ist der ganz tricky versteckt. Oder? Bin gleich wieder da. Ja. Muss mal eben was gucken hier. Ah, die Adler werden wir doch schon finden. Na, ich hoffe. Sondern die haben sie ja bisher alle gefunden. Da müssen wir halt. So, ich bin gleich wieder bei Ihnen. Sind wir wieder bei mir? Ja, weil irgendwie kommt mir dann so. Kommt mir so komisch vor. Mit dem Versteck hier, das gefällt mir nicht. Ach so. Weil das wird immer noch angezeigt. Normalerweise ist es weg, wenn wir es gefunden hätten. Achso, vielleicht meinen sie, wir haben den Knopf, wir haben den gezogen. Nee, aber das wird ja immer noch angezeigt. Deswegen verstehe ich das nicht. Ja, normalerweise ist da so eine komische Dingens in der. Ja, das ist, ja, aber das wird immer noch angezeigt. Deswegen verstehe ich das nicht. Geh mal hier runter, warte mal. Wir können ja mal gucken, vielleicht finden sie ja noch was. Aber nichts mehr. Ist nichts, ne? Oh, oh. Haben sie denn meine, jetzt, weil haben sie jetzt ihre Wumse da jetzt verändert? Ja, oder? Nein, 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 nein. Habe ich ja letztens, hatte ich ja letztens schon. Ach so, okay. Ja, keine Ahnung. Wir machen den dritten und wenn dann 3 von 3 ist, dann ist ja alles gut. Genau. Also los geht's. Sollen wir dann an diesem Hull? Was? Oh, da drüben ist auch noch ein Gebäude. Wir müssen ja noch ein paar Briefe und sowas finden, ne? Korrekt. Sollen wir dann mal. Ich glaube, wir gehen mal hier so lang, ne? Da wo der Tracker ist. Tracker? Ja, hier ist ein Tracker. Okay, so ein Tracker. Wollen Sie mal ein bisschen Tracker fahren? Wie geil das aussieht, ne? Ja. Also schief und krumm, so unakkurat. Ja, und rostig und geil einfach nur. Ja, und die Narben und alles und so dreckig. Ach, ja, wir gehen mal weiter. Warten Sie mal, gegenüber war aber noch ein Gebäude mit offen. Mit offen? Mit offen. Vielleicht können wir da. Dann gehen wir da mal hin. Gehen wir offen. Ich meine. Ja, da ist auch jemand drin. Ja? Mit offen, ja, ja. Wo ist denn da jemand drin? Ach, da offen. Nein, rechts ist offen. Ja, aber hier im Gebäude ist doch jemand drin. Ja. Jo. Da oben ist einer, stimmt. Ja, aber den holen wir uns. Leise. Sollen wir nicht erstmal das andere Gebäude da drüben? Ne, ich glaube, den da oben machen wir erstmal weg. Leise. Den holen wir uns leise. Okay. Kommen Sie mal. Wir können hier rein. Ja, dann gehen wir mal hier rein. Ist hier jemand, der hier rein scheißt?
Der ist nämlich hier oben, glaube ich. Nee, da ist er nicht. Da kommen wir auch gar nicht ran. Nee, wir müssen von der anderen Seite aus. Kommen Sie mal mit. Wir gehen mal hier rum. Dann nehmen wir doch mal den... Nee, wir müssen von der anderen Seite. Ja, hinten rum. I'm going inside. Aber hier ist nix. Wieder ist nix. Ja, wir müssen wahrscheinlich ganz around. Da ist einer, scheiße. Oh, da sind mehrere. Die stehen hier direkt vor mir. Was machen sie denn da? Eins. Zwei. Fuck. Oh. Bleiben sie bloß. Nicht gut. Können sie einen von sich aus auswählen? Ich kann den ersten. Den rechten? Ja, links. Dann nehme ich den rechten. Von den linken auswählen. Warten Sie, ich ziele. Warten Sie, ich auch. Bereit? Moment. Ja. 3, 2, 1 und. Oh nein! Da war der linke. Ach Mann! If I stay here, they will find me. Okay. Oh, der andere kommt runter. Scheiße, Mann. Ja, war eigentlich so nicht geplant, aber. Er kommt. Da ja, lass kommen. Irgendwo. Habt ihr das gesehen? Er kommt. Ja, er geht wieder. Geht. Ja, der läuft mal weg. Nee, der kommt, oder? Nee, der läuft weg. Der geht jetzt nach oben. Ja. Sollen wir näher ran? Da ist ein Flugzeug reingeballert. Jo. Krass. Nee, das ist unten wieder. Ich hab was gesehen. Ah, der ist ja irgendwo rechts. Da kommt er. Da ist er. Der ist hier unten. Dankeschön. Ja, ich brauche nicht so lange. Ja, ich habe den ersten Schuss vergeigt. Wir müssen da oben irgendwo rein. Ja, hier links irgendwo, ne? Hinter uns? Got it all. Da ist das gelbe Dingen. Der kommt. Oh. Ja, hinter uns. Ach ja, da. Ja, ich sehe es. Der kommt. Ja. In your face, Kamera. Ob der was hat. Ich hoffe, er ist kein Umbel. Auch geil hier. Ja. Cool. Da ist noch einer. In der Kirche. Da rechts muss noch einer sein. Pass auf. Wenn du hier um die Ecke gehst. Wo muss der hier sein? Um die Kirche rum oder in der Kirche? Oder oben? Sollen wir mal reingehen? Ja, du bist ja schon drin wahrscheinlich. Nee, nee, ich bin noch nicht drin. Okay. Jetzt bin ich drin. Oh, fuck. Ich geh mal nach oben. Hm. Ich glaube, der ist nicht, oder? Fuck. Kommst du auch? Ich bin unten noch. Ja. Scheiße, die haben Tabernakel. Alter, die Glasmalerei, ne? Ja, ich sag's dir. Könnte mich so. Alter. Wahnsinn, ey. Wie die das hier gebaut haben. Ich kann bis nach ganz oben. Ja, du kannst mal Ausschau halten. Ach du Scheiße, der ist, glaube ich, hier oben. Wenn ich mich nicht alles täuscht. Er müsste hier oben irgendwo sein. Ich bin vorsichtig und leise. Ja, hier geht's noch weiter hoch.
Okay, hier ist Ende. Okay, hier ist nichts. Aber ein leistungsstarker K98K. Hier kann man runterrutschen. Alter, da ist ein ganzes Flugzeug reingekracht. Krass. Qualitätsmoon. Wo ist der denn? Der muss ja dann... Ah, ja, der wird hier oben. Hier ist so ein Ausgang. Warte mal. Guck mal nach oben. So, hier kann man nämlich raus. Hier wird der irgendwo sein. Irgendwo da. Denken Sie. Was haben die hier gebaut, ey? So eine fucking Scheiße. Durch das. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Glaubst du jetzt nicht, dass ich da... Nee. Nee, so nicht. Na Leute, nee, 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 nee. Das macht der Stöckel. Was mache ich? Sie gehen da mal raus. Ich gehe da raus. Habe ich das Problem? Nur Angst, dass du da runterfällst. Ich muss mal überspringen, ich habe keine Ahnung. Also der Typ muss irgendwie unter ihnen sein, wahrscheinlich. Dann hätte ich den ja gesehen. Ich kann ja mal unten gucken. Ich kück mal unten. Guck die ganze Zeit immer nach dem Dings, ey, nach dem Hartley. Nach unserem Hartley. Hartley, ja. Find den nicht. So, sie sind da oben, ich bin hier unten. Ja, ich bin ganz oben jetzt. Ja. Guck jetzt noch mal da runter, vielleicht finde ich da den Adler. Der wird hier sein, irgendwo hier. Oh, diese Fenster, ne? Huhu, Leute, guckt euch das an, diese... Das sieht echt stark aus. Schon erstaunlich, wie viel Flugzeuge die vom Himmel geholt haben, ja, ne? Klar. Soll der denn sein, der andere? Der muss ja hier auch irgendwo sein. Mal hier unten geht's noch rum. Ne, hier geht's nicht rum, aber hier nicht. Das Schlimme ist, dass man hier keinen Adler findet. Ja, den werden wir schon finden, wenn wir hier ein bisschen von allen Seiten systematisch vorgehen. Das hat ja bisher immer geklappt. Okay, hier ist nichts. Dann müssen wir, glaube ich, doch mal hier rum. Irgendwo muss ja hier einer sein. Wenn nicht hier, wo dann, ne? Ja. Hier muss der irgendwo sein. In dem Gebäude. So. Da ist er. Was soll? Nein, nicht ein Adler, sondern so ein Typ. Ist da jemand? Nein. It's not safe to stay here. Alter, ich treffe mich. Aua! Der schießt auf mich. Das glaube ich ja jetzt hier nicht. Aua! 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 Oh, wie schlecht sind sie denn? Ja, ich bin noch nicht so gut mehr. Was ist denn da los? Wo ist der denn? Der schießt hier gerade auf mich. Da ist er. He's burning his stomach. Bisschen länger gedauert, Herr Steffen. That's it all. Ja, sie sind ja nicht die schnellste, ne? Ja, ich bin im Moment ein bisschen gehandicapt, Freunde. Ja, also ich finde hier nichts. Okay, dann gehen wir weiter. Komm mal runter. So.
Oh, da musst du. Oder ach, das war der bestimmt, der rausgekommen ist. Den haben wir jetzt auch erledigt. Guck mal hier das Auto. Was ist das denn? Oh, wie geil, ey. Guckt dir das an da. Ist das heftig? Wollte gar nicht pfeifen. Hier nochmal rennen. Ach, guck mal. Ey, wie geil. Ist der Ohrensessel von den Hoxen. Wo ist der Hoxen hier? Gucken Sie mal. Hm? Was ist denn hier? Ohrensessel hier. Ein was? Ihr Ohrensessel. Das ist nicht mein Ohrensessel. Nicht? Nein. Aber wo ist denn der Adler? Den werden wir schon finden. Da sind sie dann immer so ungeduldig. Sie müssen mehr Geduld an den Tag legen. Oh. Hier ist ein Knackschloss. Warten Sie mal, ich knack mal. Hier oben? Ich hab Schloss geknackt. Ui. Ja. Haben Sie was gefunden? Mhm, Gewehrmohn und schöne Sachen. Und hier auf dem Bett erste Hilfekasten. Vielleicht ein Adler? Hm? Hm? Ich schau mal auf die Karte. Ja, da werden Sie einen Adler ja wir sind jetzt. Wo sind wir jetzt überhaupt? Ach, da sind wir. Frage mich gerade. Sie fragen sich. Hier ist kein Adler, aber das ist dieser Raum, ne? Gucken Sie mal da aus dem Fenster. Dieser Raum ist hier mit dem Schloss gewesen. Also, ich würde mich schwer wundern. Wenn hier nicht. Welchen Raum meinen Sie denn? Wo wir jetzt drin sind. Können Sie sich noch an den Teil erinnern, wo wir auf so einem Balkon in Italien waren und nur von diesem Balkon den Adler gesehen haben, weil wir ja, nur auf diesen Balkon kamen. Ich weiß. Das war in so einem Innenhof. Aber ich lass mir nochmal alle. Wir haben nur noch die Zerstörung des Brückenkopfes. Ja, ja, aber wie gesagt, hier sind ja noch genug Gebäude, wo wir noch gucken können. Naja, das ist natürlich. Wir haben auch noch nicht alles vorgelesen. Sollen wir noch mal was vorlesen? Wir können ja mal gucken, ja. Dann lesen wir noch mal was vor aus dem Wehrpass. Moment. Wehrpass? Mhm. Sammelobjekt, da haben wir's. Verleih mir Stärke. Genau. Meine liebste Christina, der Gedanke daran, deine Arme zurückzukehren, verleiht mir in diesen schwierigen Kriegszeiten Stärke. Und ich schreibe dir diesen Brief in der Hoffnung, dass er niemals abgeschickt werden muss. Die Amerikaner sind nicht einmal unser größtes Problem. Ein Resistanzfanatiker tötet schon seit Wochen unsere Landsmänner. Ich habe ja schon Schreckliches während des Krieges erlebt. Ich will mir aber gar nicht vorstellen, was dieser Mann zu derartigen Dingen antreibt. Ich habe den Befehl erhalten, ihn zu finden und seinen Wahnsinn ein Ende zu setzen. Während ich in sein Versteck eindringe, werden mich meine Gedanken an dich stärken. In ewiger Liebe, Tobias. Ja. Also ist das wahrscheinlich wohl der Sniper, der uns wahrscheinlich wohl wegmachen soll. Hm. Scheint mir so. Tja. Uns? Ich speichere mal kurz. Uns weniger. Er ist ja ein Resistance-Fanatiker. Naja, gut. Er ist ja gegen die Deutschen. Das heißt, ja gut, der Brief würde ist auch von, er würde ja dann auf unserer Seite. Der Brief ist ja auch von einem Deutschen geschrieben. Genau. Oder? Das würde ja dann für unsere Seite gelten. Kann ich hier raus? Ja. Ne? Ja. Wohin? Ja, wir gucken mal. Ja, ich sehe uns schon wieder durch die Gegend irren. Nein, 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 nicht einer. Warte mal.
Not done here yet. Was? Hier liegt auch einer. Notre Dame. Wir gehen mal in die beiden Häuser hier rein. Und da hinten ist ja auch noch ein Haus. With finding all targets. Ja, da hinten ist noch ein Landhaus, genau. Da kommen wir nicht rein. Nee, da kommen wir nicht rein. Also ich muss immer wieder sagen von den Level-Designern. Maui, Maui. Chapeau, meine Herren. Ja, absolut. Das ist großes Kino. Ja. Ihr könnt mir alles sagen, was ihr wollt, aber das ist großes Kino. Das ist wirklich total geil gemacht. Da kommen wir nicht lang. Nope. Also gehen wir zum Landhaus da hinten, ne? Mhm. Es war auch zu, aber wir können ja mal kicken. Ja, vielleicht hat ja Levelgrenze. Ja, hier ist Levelgrenze, die Brücke ist Levelgrenze. Ja. Ja, dann werden wir doch da hinten hin müssen. Dann gehen wir hier links. Da kommst du doch nicht lang. Ich weiß. Ach ja. Okay. Sie haben recht. Ich hab mich kaputt, das kann ich nur über den doofen Zaun springen. Doch gar nicht. Das ist total genial mit der Sonne, den Sonnenstrahlen. Diese Nachmittagssonne. Die späte Nachmittagssonne, Herr Ochsen. Unfassbar. Ja. Wie das allein schon, wenn man jetzt hier so steht, ja, ne? Ja, dieses Bild. Ich mach jetzt mal, kommen Sie mal hier ran. Kommen Sie mal zu mir, neben mir. So, stopp. Ich mach mal ein Foto. Da gehen wir mal in den Fotomodus, meine Damen und Herren. Ich möchte ja nur einmal das Dings ausblenden. Mehr möchte ich ja gar nicht. Jetzt mache ich mal ein schönes, wunderschönes Foto. Und Dankeschön. Dann haut die wieder ab. Jawohl. An sich, guck mal. Und? Ich gucke mal. Ich hab ihn. Echt? Ja. Yo! Da ist er. Gut gemacht. Sehr gut gemacht. Ich guck ja, auch mal. Ich wusste das da noch irgendwo in der Richtung. Ich habe mir sowas gedacht, dass irgendwo auf dem Dach von irgendeiner Seite. Da ist er, Leute. Ihr seht ihn. Den zweiten. Yes. Ich guck auch nochmal. Gute Karte. Arbeit. Danke. Warum sehe ich den nicht? Sie müssen den auch nochmal markieren oder haben Sie den? Ich hab ihn auf der Karte. Achso, hier. Und ja, der dritte wird wahrscheinlich oben sein. Könnte ich mir vorstellen. Ach nee, der ist da. 1, 2. Ja, doch. Da, wo der Einstiegspunkt also, ist, oben. Ja, ja, denke ich auch. Irgendwo da. Gut, ja. Dann gehen wir weiter. Aber uns fehlt ja noch einiges. Ja, da sind noch einige Briefe, aber wir wissen ja, manchmal geht das recht schnell. Hier kommen wir hier lang? Nee, nicht wirklich. Schade. Kling. Also sind wir gezwungen, praktisch die Straße hier weiterzugehen? Geil, das aussieht echt, ey. Absolut. Frage ist, sollen wir hier rechts rauf? Da sind Treppen. Ich weiß nicht. Oder gehen wir durchs Grass? Am Grass. Wenn hier Grass ist, dann gehen wir. Ein Auto. Das ist nur ein LKW. Ja, ja, nur ein LKW. Und dann kommen die Böms. Nicht die Böms. Kommen keine Böms. Keine Angst haben vor den Böms. Allein dieser Baum, wie der so in der Sonnenstrahlen schimmert, ne? Boah. Diese Lichtspiele, ne? Puh, Leute. Was haben die mit dem LKW hier gemacht? Ich weiß nicht. Geplündert. Guck mal. Ja, die haben irgendwie alles raus. Voll die Hülse, ne? Ja. DuPont said do. Was? The Germans won't give it up without a fight. We need to take this village by any means necessary. Stopp. Ja, ja. Der Ludwig Frosch. Aha. Spricht fließend Französisch, arbeitet an einem Plan, sich als Zivilist unter den Einheimischen zu verstecken, um nicht von Amerikanern getötet zu werden. Ich hab ihn, den dritten. Gucken Sie mal, ob Sie ihn finden. Ihr habt ihn gesehen, ne, Freunde.
dann markieren wahrscheinlich sie ihn. Dafür stehe ich nicht gut genug. Doch, kommen sie. Können sie auch von hier machen, dann von mir aus. In die Richtung gucken? Ich sag ihnen nicht, wohin sie gucken müssen. Ja, schon. Jo. Haben sie ihn? Da ist er. Richtig. Super. Tada! Ich sag doch, wir finden alle drei. Oh. So, los geht's. Ja, super, los geht's. Sollen wir jetzt kriechen oder was? Wir holen uns jetzt erstmal ein paar Informationen, die wir brauchen. Mit dem Fernglas. Nach Adlern brauchen wir ja nicht mehr zu gucken, ja, wir ja jetzt. Das stimmt. Gehen Sie mal zur Seite, ich komme angekröchelt. Das ist mir zu ruhig hier. Kann doch nicht sein, dass nur der Einzige hier ist und wird bewacht. So, warten Sie mal, ich bin jetzt hier angekröchelt. Da ist noch jemand. Ja, Makan. Ach, da kann da ich nicht. Ist der. Ah, scheiße. Ja, ich habe ihn gesehen. Der ist um die Ecke gegangen. Ich habe ihn gesehen, ja. Geh mal ins Gras. Ich bin ja schon im Gras. Also gehen Sie ganz runter. Ganz runter. Ja, hinlegen. Wie geht das? Ja, mit der STRG-Taste. Gedrückt halt. Ach, brauche ich doch nicht. Der sieht mich doch nicht. Ich gerade durch die Brennnessel, das gibt wieder Blasen. Oh. Hm. Dieses ganze Ding müssen wir jetzt noch einnehmen. Alto Felti. Vor allem das Schlimme ist, da hinten kannst du nicht rüber über die kleine Mauer, weil da wieder alles vermint ist. Ja, das stimmt. Ich guck mir trotzdem hier nochmal alles an. Vielleicht ist ja hier noch Wasser. Kann den einen Kameraden kann ich da nicht markieren. Weil der Flix, fix ist. Jetzt habe ich ihn markiert. Sehr schön. Das ist der Dietrich Decker. Ist der Ansicht, dass dieses Dorf sein Heimatdorf ähnelt? Also was? Und da sind noch viel, viel mehr. Das stimmt. So. Allein schon. Kommen Sie mal zu mich. Moment. Hier. Das ist ja auch dieses Ping, Kling wie eine Kirche, ne? So, ich würde sagen, wie es weitergeht, sehen die Zuschauer, wenn das Licht angeht. Also in der nächsten Folge. Genau. Okay. Tschüss. Ciao.